Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar waren wir wieder auf eBay unterwegs und haben sich eine alte Pokémon-Sammlung gekauft. Was, was genau haben wir da heute drin? Also wir haben heute halt von 1999 wieder bis 2001 maximal sollten da Karten drin sein. Wir haben, ich sag mal, mehr Foils diesmal dabei. Die Sammlung hat uns alles zusammen 140 Euro gekostet. Das waren eigentlich mehr Reaktionen. Also ich glaube, da waren viele, viele zusammen, die wir halt dann in einem Paket bekommen haben. Und ja, bin extrem gespannt drauf, weil das Coole ist, man hat nicht gesehen, was zu 100% alles drinnen ist. Also es müssten um die 500 bis 1000 Karten sein. Boah, es wird wieder sortiert. 10 haben wir aber vielleicht, wenn überhaupt 100. Also. Okay, das heißt, da können Schätze auch noch drinnen sein. Da können Schätze drin sein, Foilkarten wahrscheinlich, vielleicht, ich hoffe sogar, wo einzelne Karten 50 bis 100 Euro gehen. Sind wir gespannt, was uns da erwartet in diesem Vintage 1999, 2000, 2001 Opening. Und wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, haut rein. So, dann reißen wir auf. Gehen wir es an. Das Vintage-Packerl. Heute haben wir jetzt schon gesehen, haben wir ein bisschen anderen Hintergrund. Ein bisschen andere. Wir sind heute mal bei ihm. Ja, mal bei mir. Wirklich. Und wer auch die letzte Sammlung von uns beobachtet hat, der wird gesehen haben, wie nicht schön was verpackt sein kann. Das heißt, ich hoffe. In der Laptop-Tasche. Ich hoffe, dass das diesmal besser ist. Besser ist, genau. Wieso gehst du nicht her und schneidest das Ding so auf? Ja, das wäre auch mal nice. Tesafilm, Deutsch. Tesafilm. So, schauen wir sich mal, wir machen jetzt nämlich eine Bewertung auch, wie wurde es verpackt, okay? Wie wurde das Ganze verpackt? Ja. Oh, gespoilert. Schon mal gespoilert, was da auf der Seite dabei ist. So, und ganzer Haufen schon wieder mal. Aber das ist schön verpackt. Schön verpackt. Wirklich, da muss ich mal sagen, geht raus an den Verpacker. Ah, da sind. Ganzer Haufen Rare-Karten auch dabei. Also wir haben schon einen kleinen Spoiler gesehen, was uns da erwarten wird. Und ich hätte gesagt, wir machen unseren berühmt-berüchtigten Speedrun und werden das mal dieses Aufsortieren und Filtern durchmachen. Und dann zeigen wir euch dann nachher die Auswertung davon. Let's go. Let's go. Das ist ein mit der Karte passiert. Das biegt zusammen. Ah, das ist das typische, wie ist das, von dem Gummiringel, ja. So ein Gummiband. Aber das muss da, dieses Artwork, oh Vasengrad, dieses Artwork, ist das nicht nice? Ah. Das ist Neo Revelation. Neo Revelation ist zum Beispiel das Lieblingsset von PokerF. Ich kenne einfach das Artwork mega nice so. So, wir sind fertig, wir sind durch, alles schön aufgereiht. Wir werden jetzt wieder chronologisch alles durchgehen. Bevor wir beginnen, schauen wir sich noch an. Da war noch mit dabei so ein, das ist am besten Starterdeck von früher. Schauen wir mal da rein, was dann da genau drinnen ist. Also da war noch mit dabei die Anleitung, dann ein Chateau, der gerade runtergefallen ist. Schadensmarke. Eine Schadensmarke. Keine Ahnung, wo der hingekommen ist. Ah, bei dir. Das heißt, ich glaube, es fehlt noch eine Anleitung, ein zweites, aber sonst ist das eigentlich ziemlich original. Noch. Ziemlich original und nice. Falls ihr ihn interessiert, nur die leere Box, nur so leere Box, je nach Zustand, gehen 10 bis 20 Euro. Und wenn du das komplette Set geöffnet hast, also quasi mit den Schadensmarken, mit allem drum und dran, und es müsste da herinnen eigentlich alle einzelnen Karten vor dem Set sein. Weil das Cedra King ist zwar nicht dabei, Spoiler, aber das habe ich selber. Das heißt, das kann ich dazugeben. Das heißt, es ist nur zum Beispiel so ein Starterdeck auch geöffnet, 70, 80 Euro wert.
Ah, ich habe ihn eh kurz herzeigt schon. Und genau der, der Lugia Pin, der ist noch aus Metall. Leider da, falls man sieht, die Kanten. Mal wirklich bespielt. Er ist wirklich gespielt worden oder rubellose aufgerubbelt. Ja, das habe ich nachher wirklich gemacht. Mit Pokémon-Münzen, die rubellose, wie die Kästen haben. Nice. Also das ist schon mal sehr, sehr nice zum haben. Hm. Ja, und wie gesagt, zahlt haben halt für alles um die 140 Euro mit Versand. Und müsst ihr nie entscheiden, ob das worth war, das heißt, wir bekommen. So, mit was beginnen wir? Wir beginnen zuerst mal mit First Edition Karten. Leider miserabler Zustand. Die einzigen, was drinnen waren. Mhm. Ah, Team Rocket, sehr. Das geht ein bisschen. Aber es ist halt trotzdem auch, wenn, wenn du schräg haltest, ziehst halt das halt. Mhm. Nicke drin sind leichter. Mhm. Haben wir da. Team Rocket. Team Rocket Energie. Nur noch eine normale Energie, ist das nicht. Überall Energie, ja. Nicht First, aber halt, ja. Mhm. Okay, starten wir mit dem Base-Set. Starten wir mit dem Base-Set. 1999 geht die Reise die los. Wir haben ein paar Verkehrtiling. Rare-Karten dabei. Die legen wir so hin, genau. Und was haben wir da jetzt alles dabei gehabt? Also wir haben einen Haufen Energien mal wieder. Ja. Ich muss sagen, die Energien sind jetzt nicht so in einem guten Zustand. Na, sind wirklich Blade. Also die sind alle Light Blade bis Heavy Blade. Vielleicht ein paar gut dabei. Wenn man es boost reinigt, glaube ich, hilft das auch nicht viel. Die sind doch... So, und aber da ja. Fangen wir schon mit den ersten Pokémon an. So, jetzt fangen wir mit den Pokémon an. Wir haben Hornlius einen ganzen Haufen dabei gehabt. Mhm. Muss ich aber sagen, auch sind Zustand, es sind einige mir Mint doch wirklich dabei. Ja, es sind einige. Der zum Beispiel. Der schaut auch nicht schlecht aus, genau. Der ist wirklich schön. Auch hinten der Zustand. Ja, so das ist leichtes Weiten. Geht das. Ah, Kokuna. Es Raupi. Dafcon, Nidoran. Männlich oder weiblich? Das ist männlich, ja. Das ist männlich, ja. Mein Nidorino, genau. Genau, also Morgan. Angela, da ist wirklich ein guter Zustand. War ein guter Zustand. Sweatening ist jetzt nur vom Runterfliegen gekommen. Genau. Haben wir mehrere auch davon und da jetzt kommen wir mal zu den Starter. Leider da, ganze Dreck. Eventuell kriegt man runter. Kann man vielleicht ein bisschen putzen. Mhm. Ein bisschen haben nur. Ein bisschen, mehrere Pisa Gnost. Zwei haben wir. Schön. Ah, Vulpix, der Klassiker. Nita. Kano. Oh, da kommen die. Mann, das ist zum Beispiel, muss ich auch sagen, das ist halt wirklich. Mhm. Das geht exzellent auf jeden Fall. Schauen wir sich das hinten an. Exzellent. Mhm. Das dafür schon das nächste ein bisschen. Ah, komplett. Mhm. Exo. Auch mit ein schönes, eins nicht, ist sogar ein englisches, das Champion. Auch. Aber da das ist richtig Blade. Komplett Blade. Papsel haben wir auch mehrmals. Einmal. Ah, unten haben wir dann eh schon das Quapuzzi-Ling. Weiter so. Mit Quapuzzi, Sterndu. Sterndu, Stami. Richtig geile Nostalgie-Artworks, jeder kennt's. Wirklich. Yugong sogar einmal in Englisch sogar. Mega. Wie viele Shikis haben wir? Ja, haben wir nur eines. Shiloh haben wir auch nur eines. Dann Magnetillo, Voltoball, Pikachu. Da ist auch. Wenn man den Zustand anschaut, ist okay. Das ist aber fett. Hinten leichtes Whitening. Sogar. Hm? Ja, weiter du. Hm. Cholo, Mashok. Mashok haben wir auch ein paar. Ah, ist gut. Ohne Expert, die Wellen. Die Wellen auf der Karte. Die ist komplett knickt. Und dann Dicta. Dicta. Aber das schaut gut aus. Haben auch im letzten Opening mehrere Abra mit dabei gehabt. Auch ein paar. Kadabra, endlich darf es wieder geprintet werden. Ja. Der Uri Geller, der Nebulak. Eine ziemlich lustige Story wegen so Copyright-Verletzung. Wirklich. Haben wir es nicht mehr printen dürfen. Mm, Radikal auch schön. Porygon, nicht Pyrogon. Sie. Ja, jetzt kommen wir noch zu den Trainerkarten. Haben wir für jeden nur einer. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen. Boah. Weil das meine bis jetzt ist alles nur die Commons, die. Und da ist auch noch eine Rare. Das Super Energieabsauger haben wir auch da.
Auch eine Rare? Das ist eine Rare, ja. Jetzt kommen wir mit den Rares. Also wie gesagt, wir haben erstes schon gehabt, Superenergie. Dann haben wir Elektroball. Sieht man leider da unten noch. Das geht damaged. Dann haben wir ein Dicktree. Ibor, halt auch wieder. Leider etwas dreckig am Rand. Muss man vielleicht putzen, schauen ob es geht. Taboga, auch verdreckt am Rand. Dragonier, das schaut schon ein bisschen besser aus. Mhm. Eine gute, eine seltene Karte, Elektek. Komplett hinüber. Dann haben wir die erste Rare-Karte. Ist halt, Holo. Oder Holo-Karte. Ist halt Quappo. Aber ist halt auch leider, sieht man da unten, hat es Kratzer. Mhm. Und das haben wir Magneton. Ein Foil, die schaut schon ein bisschen besser aus. Mhm. Letzte Karte haben wir. Ein Mewtwo ist jetzt zwar nicht aus dem Base-Set, aber ist auch zu der Zeit vom Base-Set rauskommen. Die Promo-Karte vom Film sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ist nice, Verstand. Ja. War das was mit dem Base-Set? Gut, das heißt, wir gehen weiter zu Jungle. Machst du Jungle? Ja. Dann mache ich Fossil. Dann mache ein bisschen schneller dann durchgehen. Also, wie gesagt, wir haben vom Jungle dann am Bummeluff einige Stück. Dann haben wir Evoli. Noch, wie gesagt, ein paar sehr gute dabei. Das ist jetzt wieder nicht so gut. Haben wir Schlurp, 3-4 Stück, Dodri, 1-2, da war Dodo, glaube ich, im normalen Set. Ja, dann haben wir Happy Duck und da ganz lustig, den Wurm, Real Life, Tieren. Dann haben wir Ibitak, Taurus, Mauzi, ganzer Haufen, Snabilicat, ist auch schön die Karte. Dann haben wir Ihorn, ganzer Haufen dabei, Lizaros, einige Stück, haben auch das First Edition dabei. Das ist auch zum Beispiel auch vom Zustand. Akzeptabel. Ziemlich gut. So. Oga. Enki. Enkis, eine ganze Affenbande. Dann Rasaf, sogar auf Englisch einmal Prime Ape. Dann haben wir Pikachu. Zwei Stück. Mal. Doch nicht so bad. Das dicke Pikachu, ja. Da war es noch blatt. Galopp haben wir zwei von Feuer. Dann haben wir Goldini ein paar. Golking drei Stück. Und Smetbo, hat es auch glaube ich Smetbo das erste Artwork erst gegeben im Fossil Set, im Jungle Set. Und dann ja, Nidoran. Geht es dann weiter mit die weiblichen. Nidoran weiblich, das ist auch erst im Fossil Jungle Set kommen. Dann haben wir Nidoran, sind auch vom Zustand exzellent auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir da wieder den Aras und den Pariasek. Dann haben wir Blutzug ein paar. An Owe haben wir ein paar. Wobei Knofensa, Ultrigaria, Myrapla. Weil wir haben jetzt die Stapel werden halt dann immer größer, darum gehen wir da ein bisschen schneller durch. Dann haben wir Tiflor. Und noch dreimal Pokéball. Mhm. Und du darfst dann die Rares durchmachen. Nice. Pantimos! Was wir da für Rares haben. Aber Pantimos, mal genau. Ist Pantimos. Schaut mega cool aus. Nudelhof. Die sind leider auch alle jetzt nicht Foil. Die hat es ja gegeben beim Dschungelset, hat es die alle gegeben in Foil oder nicht Foil. Stimmt, das Relaxo kann ich mir erinnern, was habe ich in Foil. Nidoqueen. Nidoqueen, auch Zustand eigentlich sehr gut. Blitzer haben wir da dabei. Flamara. Elektroball ist eine Foil-Karte, ja. Und Englisch ist die. Electro. Kangama. Aber sogar mit einem Swirl, man sieht so links oben mit einem Swirl. Sieht man. Wenn die Karte ist im Zustand eigentlich sehr gut, hat ein paar Kratzer leider. Mhm. Also ich sag mal exzellent bis gut, aber durch das Swirl, das hat nicht jede Foil-Karte gehabt früher. Kann das sein, dass die vom Wert nach oben geht? Ja. Gut. Dann sind wir vom letzten Set in 1999, das ist dann das Fossil-Set, da haben wir nur drei. Aber ich sag, da gehen wir wieder schneller durch. Zubat, haben wir urviele. Goldbart. Goldbart und Zubat noch ein Pflanzen-Pokémon. Ja, wirklich. Rettern, Arbok, Trimax. Smogmog, Slammer. Muschas haben wir einige. Habe ich schon beim Durchsetting gesehen. Astos haben wir auch dreimal. Ich glaube, wir waren noch. Ammonitas. Team Rocket hat da Trimax auch sehr viele gehabt, gell? Diese wirklich, Slammer, was das waren. Seeper waren auch irrsinnig viele. Seemon. Krabby haben wir auch. Ja, Krabby haben wir einige Male. Dingler, mega starkes Artwerk. Hat leider einen Knick. Muss sie. Tentacha. Das muss ballern. Das muss Tentacha ballern. Muss ballern. Wirklich. Das ist den Doxer schon auch gerade. Psyduck, sogar Englisch. Anton. Anton ist urcooles Artwerk auch. Und wieder ein normaler Fisch mit dabei, gell? Ja, normaler Fisch.
kein Pokémon. Dams. Magma. Das sind die einzigen, was wir vorher Pokémon haben. Fleckmon. Super sick Artwork. Lamus, ein paar Mal, Nebulag. Macholo. Ja, das gehört zum Base-Set. Ja, müssen wir nachher noch rum. Base-Set Macholo ist auch noch am Start. Kaputos ein paar Mal. Santama. Auch ein paar Mal. Kleinstein. Auch uroft. ein paar Mal vertreten. Geowatz. Okay, das ist nun der Kapitän. Da haben wir Gummeluff aus dem Kran. Herbeigezogen wird auch uroft dabei. Energiesuche. Sind sogar, das ist, wenn du die Karten spielst von früher in ein Deck, Energiesuche und so ist extrem stark. Mhm. Und dann ist der Fuji. Und die Rare-Karten aus dem Set: Wir haben einmal ein Kikli, Zustand wieder sehr gut. Jetzt zwar schon in Foil, aber sehr guter Zustand. Dann haben wir ein Raichu, auch in Nicht-Foil, das Ganze. Und wir haben ein Gengar. Nice, auch in Nicht-Foil. Zustand gut bis exzellent, eher gut in die Richtung. Nicht-Foil, aber trotzdem eine nice, schöne Karte. Mhm. Ich hätte gesagt, dass ich das Rocket komplett durchmache. Genau, kannst du sagen, weil vor allem, das wenn, sind man nicht sich viele. Ja, wenn man sich ja das, die Sets von früher zusammensucht, Jungle, Fossil und so, da braucht man ja die Foils und die Nicht-Foils. Also Porygon, Stratini, dunkles Artikal, zweimal, dunkles Famara. Leider keine Rare damals in der Ankommung gewesen, aber. Ja, Commander, wirklich mega. Traumato, Blackmon, das ist auch uroft printed worden schon am Anfang. Jetzt immer so zeichnet wie von einem 5-Jährigen. Wirklich. Von Front Against 5-Jährigen. Da haben wir die Team Rocket Karte. Oben leider ein Fleck, aber. Kann man putzen. Recht. Und da habe ich eh schon gespoilert, die Holo. Dunkle. Muss ich aber sagen, das ist vom Zustand wirklich sehr gut. Mhm. Also exzellent. Hat auch einen leichten Swirl. Ja, genau. Ja. Weißt du, so wenn du diese Karten noch mit dem Swirl hast, kannst du immer noch so 10-20% zusätzlich drauf rechnen von dem Preis. Auch wenn die Karte jetzt vielleicht nicht so gut ist, aber oft ist eine exzellent gut Karte mit einem Swirl mehr wert als eine Niamint-Karte. Ja. Kann auch so passieren manchmal. Weil so. Dieses Swirl noch seltener ist. Da haben wir Haufen Energiekarten. Ja, jetzt sind wir dann auch schon im Jahr. Im Rocket war auch schon 2000, das ist jetzt auch 2000. Genesis. Neo Genesis. Und wir zuerst mal da sortieren nach Energiekarten. Ist jetzt nichts Besonderes, aber einfach nur ganz Haufen. An allen Farben durch. Sind auch vom Zustand jetzt her not bad. Haben nicht wirklich Kratzer, nicht wirklich Blade. Also ja gut, die sind früher in der Kiste gelegen, weil du nicht so viel Gewinn gehabt hast. Also auch wenn man von früher Energiekarten haben will zum Spiel mit dem alten Design, alten Artwork, kann man immer sowas brauchen. Kann man immer sowas brauchen. So, dann werden wir da mehrere Stapel machen. Wir haben bei Pflanzenergie Myrabla, ganz viel. Dann haben wir Duflor, die Weiterentwicklung. Richtig cool. Da sieht man auch dann so die Veränderung, wie früher das Artwork war und dann zwei, drei Editionen später. Eberak, da ist dann schon noch die zweite Gen gekommen mit Ariados, Obspross, komplett in Rot. Upplupf, Ladybar. Ach, so das gezeichnete Artwork. Wirklich. Krass das. Haben wir da Lidian. Drei Stück, ja. Potrot. Aber das ist auch so richtig so 2D-Artwork in einem 3D-Bild. Dann geht's weiter. Sonnkern. Dann Sonflora, die Weiterentwicklung. Endivia mit dem ersten Artwork. Ich glaube, da hat es dann auch, wenn nicht, ob es bei die Start auch oder es auch zwei Artworks geben. Wir haben jetzt nur eines hier von Endivia. Das ist auch mega süß. Und dann von Lorblatt hat zum Beispiel schon die zwei verschiedenen Artworks. Das sind, glaube ich, auch einfach zwei unterschiedliche Karten, genau, noch zwei andere Effekte. Aber das war in dieser Neo-Serie, also da hat es halt immer zwei gegeben. Beim Vorregel, glaube ich, da haben wir beide Artworks, ja. Vom Starter und auch mit unterschiedlichen Attacken. Igela war. Haben wir auch zwei Artworks. Dann haben wir da Magma. Was dann mit die. Animania haben wir auch einige. Weiter. Haben wir auch beide Artworks. Beide Artworks. Ganz viele, also wirklich schaut nach Starterdeck aus. Dürfte auch, wie gesagt, von diesem Neo-Set gewesen sein, weil so viel gleicher sind. Dann, also von dem Starterdeck, dann haben wir Tyrogrog. Auch beide Artworks. Super. Einfach hinklatsch. Ja. Simon dafür wieder schaut aus wie aus der Hölle. Ein Quiekel, Käfel. Ach guck. Felino. Felino auch wieder so schönes Zeichentrick-Artwork. Meryl ist auch
Früher das Meryl. Ich kann mich noch erinnern, damals, wie das Meryl rausgekommen ist, jeder so, ist das die Weiterentwicklung von Pikachu mit einem Wasserstein? Keiner wusste, was das ist. Ja, ist auf so ein Blödsinn gekommen. Und hat es Gerüchte gegeben, Meryl war richtig cool. Ein komplett Pokémon. Eigenes Pokémon einfach. Mantax, Lampi, zweite Game. Ganz viele Lampis. Ein paar. Lanturn, Spoltilam, cool. Ati, dann Electek. Also die waren auch alle in dem Starterdeck, darum sind die wahrscheinlich viermal. Mhm. Dann auch das Pikachu mehrfach gewesen. Mhm. Aber die sind vom Zustand, wie gesagt, alle eigentlich sehr gut. Ja. Würde ich sogar sagen, sind vielleicht auch ein paar Nier-Mint dabei. Erstmal auf die Rückseite schauen. Wenn die Rückseite halt alle schon... Echt, was zum Beispiel? Ah, es ist auch, sind alle exzellent leider. Mhm. Halt doch schon wieder Fleckmann. Dingsen, ja. Dann haben wir doch Natu und Xatu. Girafarig. Dann ist Funfi. Borgler. Mogelbaum. Wisst ihr noch, wie hat man früher das Mogelbaum fangen können? Hat immer müssen mit Zerschneider, glaube ich, den Weg freimachen, dann hat man das Mogelbaum gekriegt. Dann hat es Onix. Noch die letzten, dann kommen wir zu die normal Hut, wahnsinnig viele. Ja, wieso? Sneeble sind auch einige dabei gewesen. Rattler erinnert mich an Detektiv Pikachu. Das Pipi, wie es auf einer Schaukel sitzt, ein Schaukel. Giblex. Dann Togepi. Die Karte ist zum Beispiel auch richtig gut vom Ding, mindestens exzellent. Ja. Sehr nice Artwork. Leider nur einmal. Jetzt sind wir schon bei Trainerkarten, haben wir die Wunderbeere, Goldbeere, normale Beere. Da haben wir erst einmal so die Pokémon ausrüsten können. Ganzer Haufen. Pokédex, der neue Pokédex. Doppelter Windstoß. Alte Pokédex war ja, glaube ich, das war der Professor Eich mit CS7-Karten. Und dann schauen wir, dass wir da spoilern vor die R-Karten. Die letzten Kommen und Ankommen von den R-Karten. Ganz viele Pokémarsch, die gute alte Kumo-Milch. Die Kumo-Milch! Mega! Handwerk. Und es ist Pi, das daneben steht. Ja, dann du bist dieser Baby. Super Angel. Da können wir sich richtig Decks bauen. Ja, okay. Ja, darfst du nur zwei drinnen haben oder so. Drei. Warte, gib her mal. Du musst dabei. Das kann ich jetzt, ich mach gleich die Rares durch. Mhm. So, was haben wir jetzt Rares? Also, jetzt kommen wir zu den seltenen Karten. Wir haben Energieaufladung, Trainer. Nochmal Energieaufladung. Das Fokusband. Dann haben wir Super Energierückgewinnung. Die Zeitmaschine. Mhm. Dann haben wir Spielautomat für den Knossi. Keine Glücksspielleute. Dann haben wir, fangen wir erstes Pokémon an, Kramurx. Das haben wir zweimal. Da war es zum Beispiel noch in einer Rare, ganz neu früher. Dann Sneeble. Ich glaube, das war noch diese erste Unlicht-Karten, die rausgekommen sind. Einer der ersten, ja. Dann haben wir da Donphan. Erinnert mich an den ersten Pokémon-Film am Anfang. Dann geht es weiter mit die Babys. Da haben wir Elekid. Zwei Stück. Dann haben wir Pi. Ist mega gut, ist auch einer der seltensten und teuersten Nicht-Foil-Karten von früher aus dem Set. Mhm. Dann haben wir Mark B. Ein paar Mal, ja. So. Dann gleich zu viel Spoilern. Und dann ein Tornupto. Karte ist auch, ich meine, da sieht man gleich auf jeden Fall mal, ist eine Delle. Okay. Sonst ist die Karte eigentlich. Vom Zustand her, da ist glaube ich auch noch ein bisschen ein Schmutz. Sollte man reinigen können. Geht in die Richtung gut, Light Plate. Aber auch sehr gute Karte, sehr selten. Hm. Mega Sammelkarte. Ja, das waren jetzt da. Die Neo Destiny, Neo Genesis. Nee, Genesis, ja. Oder legen wir es oben drauf. Na, boom. Legen wir es oben drauf. So, jetzt kommen wir zur Neo-Entdeckung. So, jetzt sind wir jetzt im Jahr 2001, Neo-Entdeckung. Filino, Caputo. Da war, vorhin war es ein Ding. Der Steinbock immer. So. Corazon. Corazon, das Artwork ist cooler. Das Rappi schaut auch wieder so plastikmäßig aus. Hornliu. Auch ein paar Mal. Ganz einmal komplett auslassen. Der Bots, Nitas, Avita, das Artwork noch von damals. Ja. Schaut halt überhaupt nicht so aus, meiner Meinung nach. Luffelo!
Ach, sehr süße Sache. Alleine Fluffeluch und die Luftballone dazu. Keiner hätte es mitbekommen, dass es wegfliegt. Du Miesel. Eddie USA auch noch mega süßes Artwork. Die sind Honigstiel. Nee. Winnie the Pooh. Ich glaube, war nicht eh in der Serie, dass Teddy USA so ein Dieb, was die ganze Zeit das Essen fladern wollte oder so. Devi Dora, Incognito. Ivy Emil, Incognito. Ivy Ida, Incognito. Also M, das ist ein M. Starkes Artwork. Noch einmal das M. Dann haben wir O. Incognito. Natu. All you can do, Xatu. Und jetzt kommen wir dann zu den Rares. Wo ihn genau war, nämlich eine Rare-Karte. Mega stark. Dann haben wir ein Quappo. Weißt du, der Quappo, was Kampfenergie ist? Also Kampf ist Kampfenergie. Dann Bibo auch. Mega starkes Artwork. Smetbo. Wirklich schöne Karte. Mir taugt Smetbo voll. Aber das da ist schon dünner. Genau, weil du es dünner beim anderen siehst, weil der Kopf ist eigentlich größer auch vom Smetbo. Mhm. Und beim anderen war der Körper, der Bauch größer wirklich als alles andere. War wirklich mega stark. So, jetzt kommen wir Neo Revelation. Neo Revelation, das ist vom Pokeref das Lieblingsset. Schauen wir sich an, wieso ihm das so gut gefällt. So, wir haben, wir beginnen mit Kramurx, wir haben Golbat mit dabei. Dann haben wir Zubat, genau, Paras, was gerade einen großen Pilz sich stehlen will. Dann haben wir wieder Parasek, dann Baldurfisch, Sterndu. Dann geht's weiter mit Goldini. Flossenknaller. Schaut auch schon wieder so Plastik aus. Gold King. Also entweder war das Artwork ein Plastik oder so ursukindlich zeichnet. Remoraid. Dann Lantern. Svati. Die Lampi. War das Lampi? Snubbull. Schaut cool aus so mit den ganzen Smetbo herum. Dann das Sporenta. Stark. Deinen eigenen Farmville Farm da. Potrot. Potrot. Noch ein Potrot. Dann haben wir Incognito Y, K, noch ein K, dann haben wir ein B, Fossila, ein Baby-Pokémon, dann kommen wir zu den Rare-Karten, haben wir hier einmal das Mogelbaum, was das macht, schon hat das nicht. Keine Ahnung. So, dann der nächste Big Hit ist ein Entei-Zustand, sehr schön. Mega schön, ja. Legendary. Und letzter Pool ist ein Celebi. Er hat auch nicht Foil, aber trotzdem sehr schöne Karte normal. Omas leichtes Whitening. Könnte vielleicht sogar exzellent durchgehen. Mhm. Und jetzt kommen wir zum letzten Set und zwar zu Neo Destiny. Das waren noch 2002 dann, aber ganz am Anfang. Ja, das Vulpix. Sehr, ich glaube Jänner oder so, Februar released. Das gezeichnete Feuerigel. Girafarig. Cognito C hat es eigentlich das ganze Alphabet gegeben. Ja, alle hat es gegeben. Echt? Wobei, im fernsten Blick. Mantax, aber ein bisschen gespoilert. Helles Jugend. Helles Jugend, mal gibt es immer dunkle Karten nur. Haben wir da Helles. Dann haben wir da Incognito, die H. Das war eine Rare-Karte, das ist auch die einzige Rare aus dem Set. Aber haben alle Kraftreserve als Attacke gehabt. Zustand leichtes Whitening oben, aber sonst. Wirklich mega stark. Ja, da waren wieder einige Schmuckstücke dabei. Celebi und Mewtwo, die Legendaries, mega stark. Wie feiert ihr solche Recaps von so alten Sets? Ich finde das mega. Vor allem, wenn du die in einer Aktion irgendwo kaufst, du weißt wirklich nicht zu 100%, was da drinnen ist. Eh nicht. Uns hat der ganze Spaß 140 Euro kostet. Kann man auch so offen ehrlich sagen. Ihr müsst selber entscheiden, wäre das für euch wert gewesen? War das für euch worth it? Aber ich muss sagen, schon, ja. Ich finde, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Vor allem dieses Starterdeck zu haben, auch wenn es jetzt leider schon geöffnet worden ist. Aber ja, fehlt uns nur noch das andere in der Sammlung. Das zweite, das glaube ich Papunga oder sowas da drin war. Ja, aber auf die Menge der Karten gerechnet sind 140 Euro nicht wirklich wenig. Vor allem, wenn man auch sowas hat, also so ein Turnier. Es ist halt leider jetzt, wie gesagt, im Zustand nicht das Beste, aber ein Turnupto. Turnupto ist Turnupto. Kann man sich nicht beschweren. Und wenn euch das Format gefallen hat und wenn ihr in Zukunft mehr davon sehen wollt, ihr wisst es, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.